Ansturm auf die Bastion Europa. Afrikanische Flüchtlinge erreichen ein Aufnahmelager im spanischen Melilla. Für viele das Ende einer oft jahrelangen Odyssee. Hunderttausende sind inzwischen auf der Flucht. Sie alle träumen von einem besseren Leben, selbstbestimmt und in Freiheit. Mein Ziel ist Europa. Ich will dort arbeiten und meine Familie ernähren. Nur in Europa habe ich eine Zukunft. Wenn ich nicht mein Leben riskiere, bin ich tot. Unter Lebensgefahr riskieren sie die Flucht übers Mittelmeer oder sie stürmen die Hochsicherheitszäune der EU-Außengrenzen. Eine andere Chance haben sie nicht. Für einen Afrikaner ist es unmöglich, legal nach Europa zu kommen. Die europäischen Grenzen sind für Afrikaner hermetisch abgeriegelt. In Melilla, der spanischen Enklave in Marokko, verläuft die Landgrenze zwischen Europa und Afrika. Ein 6 Meter hoher Zaun soll den alten Kontinent vor unkontrolliertem Zustrom schützen. So wie zuletzt am 1. Mai, als etwa 800 Afrikaner den Zaun überwinden wollen. Einer von 15 Massenanstürmen seit Anfang des Jahres. Spanische Polizisten und Flüchtlinge schlagen mit Knüppeln aufeinander ein. Am Ende können 140 Afrikaner das Bollwerk überwinden. Menschenrechtsaktivist José Palazón dokumentiert seit Jahren, wie Flüchtlinge versuchen, über die Grenze zwischen Arm und Reich zu kommen. Diese Grenze trennt nicht einfach nur zwei Orte voneinander, sondern sie dient der Abwehr. Sie ist ein aggressives Zeichen und soll den Leuten zeigen, ihr seid hier nicht gewollt. Wenn ihr hierher kommen wollt, kriegt ihr große Probleme. Spanien und Marokko bekommen Millionen von der EU, um die Grenze sicher zu machen. Palazón fotografiert jede bauliche Veränderung. Vor einigen Tagen haben die Marokkaner links eine große Schneise geschlagen. Sie bauen jetzt eine Straße auf marokkanischer Seite, die parallel zu der hier in Melilla verläuft. So kann das marokkanische Militär schnell vor Ort sein, wenn Afrikaner den Zaun stürmen. Der Bau und die Instandhaltung werden von der EU bezahlt. In Marokko gibt es seit Jahrhunderten zwei spanische Enklaven, Melilla und Ceuta. Wer als Flüchtling kein Geld für die Schleppertour übers Mittelmeer hat, versucht es hier auf eigene Faust. Der Berg Gourougou auf marokkanischer Seite. Bis nach Europa sind es nur wenige hundert Meter. Melilla immer vor Augen, kampieren hunderte Afrikaner im Wald. Das schwer zugängliche Gelände bietet Schutz vor der marokkanischen Polizei und dem Militär. Manche von ihnen leben hier seit Jahren. Der Traum von Europa ist stärker als Heimweh. Ich bin hier, weil ich nach Melilla will. Danach gehe ich nach Europa. Ich habe schon so oft versucht, über den Zaun zu klettern, aber ich hatte keine Chance. Der Sturm auf den Zaun ist gefährlich. Wer erwischt wird, kann froh sein, wenn er mit heiler Haut davonkommt. Sie behandeln uns sehr schlecht. Sie schlagen uns. Hier laufen so viele Leute an Krücken herum. Das marokkanische Militär ist sehr grausam. Sie schlagen uns wie Tiere. Sehen Sie hier. Das ist alles Blut. Blut, das mir aus der Nase lief. Sie haben mich geschlagen. Ins Gesicht. Ich bin sehr schwer verletzt. Und es gibt hier keine medizinische Versorgung. Mohammed aus Kamerun lebt zusammen mit seinem Bruder in einem Unterschlupf aus Planen und Decken. Aufgespannt über einem Wall aus Steinen zum Schutz vor Regen und Kälte. Sehen Sie hier meinen Bruder. Er hat ein gebrochenes Bein. Er kann nicht gehen. Marokkanische Soldaten haben ihn mit einem großen Stock aufs Bein geschlagen. Wir wohnen hier mit 10 bis 15 Personen. Es ist sehr, sehr schwierig. Viele Länder des afrikanischen Kontinents versinken im Chaos. Diktatoren, Warlords und Korruption herrschen. Wer besser leben will, flüchtet mit allen Entbehrungen. Das hier haben wir nicht gekauft, denn wir haben kein Geld. Wir sind aufs Betteln angewiesen.
Oder wir finden vereinzelt etwas im Müll, so wie das hier. Es ist wirklich sehr, sehr schwer. Die heutige Mahlzeit, Zwiebeln und alte Karotten. Für mehr hat es nicht gereicht. Ein kaputter Fußball als Zeitvertreib gegen die Langeweile. Deutschland kennen die meisten hier vor allem aus der Bundesliga. Ballack, Schweinsteiger, Neuer. Ballack, Schweinsteiger, Neuer. Ich kenne Oliver Kahn, den Ex-Torhüter Deutschlands und viele andere. Wen magst du am liebsten? Ich mag die Deutschen am liebsten, denn sie spielen sehr gut. Ich habe die Landesmeisterschaften im afrikanischen Fernsehen gesehen. Die Bundesliga, die spanische Meisterschaft, die englische und die französische. Es sind fast nur junge Männer unter 25, die hier im Wald darauf warten, den Zaun zu stürmen. Survival of the fittest. Nur die Stärksten werden es, wenn überhaupt, schaffen. Chucks Okoye aus Nigeria hatte Pech. Mit einer Aufenthaltserlaubnis für Spanien arbeitete er dort als Kellner. Während einer Urlaubsreise in Marokko wurde ihm sein Pass gestohlen. Jetzt darf er nicht mehr zurück. Das sind meine spanischen Dokumente. Ich bat die Marokkaner, mit der spanischen Polizei sprechen zu dürfen, sodass sie anhand meiner Fingerabdrücke sehen, dass ich in Spanien lebe. Ich habe eine 5-jährige Genehmigung für Spanien und eine 5-jährige für Schweden. Ich will nur mit den Spaniern reden, aber sie lassen mich nicht. Die genaue Zahl der Fluchtwilligen in Marokko kennt keiner. Es dürften aber rund 30.000 sein, die ins nahe Melilla wollen. Immer mehr Flüchtlinge aus Bürgerkriegs- und Elendsregionen versuchen, nach Europa zu gelangen. Fast der gesamte südliche Mittelmeerraum ist inzwischen zum Ziel von Flüchtlingen geworden. Auf dem Mittelmeer ist derzeit eine Armada von überfüllten Booten unterwegs. Immer wieder gibt es Unglücke mit vielen Toten. Dennoch wagen immer mehr Menschen die Überfahrt von Nordafrika nach Italien. 25.000 seit Jahresbeginn. Sobald ein Flüchtling hinabklettert, wird er von der spanischen Guardia Civil verhaftet. Der bislang erfolgreichste Massenansturm auf den Grenzzaun ereignete sich im März dieses Jahres. Hunderte Afrikaner rennen durch die Straßen von Melilla und schreien Freiheit. Fast 500 Menschen erreichen das staatliche Aufnahmelager, darunter auch Kinder. Inzwischen leben hier rund 2000 Flüchtlinge. Platz ist eigentlich nur für 800. Haben die Afrikaner europäischen Boden erreicht, haben sie das Recht, Asyl zu beantragen. So wie diese jungen Leute aus Mali. Auch sie waren beim Ansturm im März dabei. Jetzt sind sie glücklich, es geschafft zu haben. Es sind dort insgesamt 3 Zäune. Auf dem ersten Zaun gibt es Stacheldraht. Sehen Sie hier, meine Narben vom Stacheldraht. Schauen Sie mal. Da, diese Narben, die sind von marokkanischen Soldaten, die uns geschlagen haben. Ich habe es ganz allein geschafft. 3 Jahre war ich auf dem Berg. Von 18 Uhr abends bis 8 Uhr morgens habe ich gewartet. Dann bin ich angekommen und habe alle 3 Zäune überwunden. Ich bin sehr zufrieden jetzt. Ich habe jetzt die Tür erreicht, die nach Europa führt. In welches Land wollen Sie? Nach Deutschland. Ich will in Deutschland Asyl suchen. Warum? Weil es in Deutschland viel Arbeit gibt. Ich möchte dort arbeiten. Aktivist Palathon fotografiert und filmt immer wieder, wie die spanische Guardia Civil Afrikaner nach Marokko abschiebt. Obwohl das illegal ist, denn der Grenzzaun steht auf spanischem Boden. Palathons Bilder zeigen, wie Flüchtlinge am Zaun misshandelt und dann nach Marokko gebracht werden. Seine Aufnahmen stellt er ins Internet oder gibt sie an Fernsehsender weiter. Das ist absolut illegal, was Sie hier sehen. Sie haben den Mann nicht mal identifiziert. Sie haben ihn einfach nach Marokko abgeschoben. Das ist nicht mal sein Heimatland. Er hatte keine Chance, Asyl zu beantragen.
Man sieht auch, wie sie die Verletzten aus dem Land nach Marokko schaffen, anstatt sie ins Hospital zu bringen. Diese illegalen Deportationen verletzen nicht nur die Menschenwürde, sondern es wird auch die Pflicht verletzt, sie ins Hospital und in Sicherheit zu bringen. Palasson war auch dabei, als etwa 50 Afrikaner im April dieses Jahres das Dach der Grenzstation Barrio Chino erklommen. Eine Gruppe klettert hinunter, sie halten sich gegenseitig fest, damit die Polizei sie nicht wegtragen kann. Mit dabei war damals auch Ibrahim aus Kamerun. Wir sind alle zusammen runtergeklettert. Die Guardia Civil hat uns umzingelt, um uns abzuschieben. Wir haben Widerstand geleistet. Dadurch konnten wir den Cordon durchbrechen. Als wir durchgebrochen sind, haben sie uns in Ruhe gelassen. Wir sind dann die 3 Kilometer bis zum Lager gelaufen. Sie müssen rennen für den Fall, dass die Polizei sie doch noch vor dem Lager abfängt und zurückbringt. Wer Erfolg hat, schmiedet Pläne für sein Leben in Europa. Ich möchte in Europa Fußball spielen. Und wo? Hier in Spanien. Mein Traumclub wäre Real Madrid. Ich möchte dem Club beitreten und mit Cristiano Ronaldo zusammenspielen. Meine Freunde nennen mich Ramos, denn Ramos ist mein Idol. Ich bin selber Verteidiger und ich würde dann mit ihm zusammenspielen. Um den Druck von der Grenze zu nehmen, deportiert der marokkanische Staat Fluchtwillige mit Bussen ins Landesinnere. Oft ins 500 Kilometer entfernte Rabat, Marokkos Hauptstadt. Viele von ihnen landen im Stadtteil Takadum, einem Slum am Rande der Millionenstadt. Unter ihnen ist auch der 21-jährige Nuton aus Kamerun. Er wurde verletzt, als er versuchte, den Zaun zu überwinden. Zusammen mit rund 20 Landsleuten haust er jetzt in einem Keller, der ihnen von einem Marokkaner für umgerechnet 100 Euro vermietet wird. Jetzt diskutieren sie, wie es weitergehen soll. Ich habe es mehrere Male versucht. Ich habe es sogar schon mal bis nach Melilla reingeschafft. Aber jetzt, wegen meines gebrochenen Arms, ich weiß nicht, ob es noch ein weiteres Mal geben wird. Omar konnte sich 3 Monate lang nur mit Krücken bewegen. Sein Bein war gebrochen. Ich hoffe, dass es weitergehen wird. Ich habe die Hoffnung. Marokko hier ist die Hölle. Niemand respektiert unsere Würde. Es gibt keine Arbeit. Es gibt nichts zu essen. Überleben können die Afrikaner in Rabat nur, wenn sie auf der Straße betteln. So wie Esther aus Nigeria. Die Schülerin verließ vor 2 Jahren ihre Heimat. Schlepper brachten sie in die Wüste. Wir sind sehr arm. Wir kamen durch die Wüste und es war sehr schrecklich. Ich wurde dort vergewaltigt. So bin ich mit diesem Baby schwanger geworden. Die 21-Jährige und ihr Baby leben in einem kleinen Zimmer, für das sie umgerechnet 60 Euro im Monat zahlen muss. Geld, das sie nur mit Betteln verdienen kann. Es ist sehr schwer, jeden Tag auf der Straße zu sitzen. Manchmal weine ich einfach nur. Das hätte ich mir nie vorstellen können, als ich meine Heimat verließ. Aber ich weiß, Gott sieht alles. Das Geld für eine Bootsfahrt nach Europa kann Esther nicht aufbringen. Und auch den Zaun nach Melilla kann sie mit ihrem Kind nicht überwinden. Und so bleibt ihr nur der Traum von Europa. Ein Traum, der wohl nie in Erfüllung gehen wird.